Inflation, die stille Enteignung, kommt jetzt, wie bereits seit längerem einige Ökonomen sagen, der größte Crash aller Zeiten? Und wenn ja, was konkret solltest bzw. kannst du tun? Was ist sinnvoll und was nicht? Das ist das Thema von heute hier in diesem Video. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, um bestmöglich davon zu profitieren. Gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere auch gern diesen Kanal. Hallo, mein Name ist Carsten Koblitz und du bist hier bei Geld krisensicher und gewinnbringend anlegen. Lass uns mit ein paar Fragen gleich einsteigen. Vertraust du noch unserem Finanzsystem? Wusstest du, dass zwischen 2010 und 2019 die deutschen Sparer bereits 648 Milliarden Euro verloren haben durch Niedrig- und durch Nullzinspolitik? Was glaubst du, was passiert mit deinem Geld, wenn zu diesen Nullzinsen noch eine hohe Inflation und Negativzinsen dazukommen? Was passiert mit deinem Guthaben? Bist du auf die aktuelle Krise vorbereitet? Hast du von der schleichenden Enteignung schon gehört? Bestimmt, denn dazu gibt es ja schon seit längerem Berichte in der Presse, im Fernsehen und auch auf vielen Plattformen, auch hier auf YouTube. Viele glauben leider, dass es sie nicht betrifft oder dass sie sowieso nichts daran ändern können. Doch Achtung, das ist komplett falsch. Leider ist es immer noch so, dass weit über 70% der privaten Haushalte in Deutschland überwiegend in Anlagen investiert sind, die, ich sage es mal ganz salopp, absoluter Schrott sind. Warum? Weil sie mit diesen Anlagen keinerlei Gewinn machen und in Sachen Sicherheit ebenfalls katastrophal aufgestellt sind. Das heißt, sie können alles, zumindest den Großteil ihrer Ersparnisse verlieren. An dieser Stelle eine ganz kurze Eigenwerbung. Wenn du dir nicht sicher bist, ob oder in welcher Höhe dich das mit deinen Anlagen betrifft, nimm gerne mit mir Kontakt auf und dann können wir beide ganz individuell und in aller Ruhe klären und wir machen das gemeinsam. Wir befinden uns ja derzeit in einer Krise und vielleicht mitten in der größten Krise. Es gab schon immer Krisen und es wird auch immer wieder Krisen geben. Die Frage ist, sind wir, bist du darauf vorbereitet? Das letzte Jahr war für die allermeisten von uns eines der herausforderndsten Jahre in unserem Leben. Es sind Dinge geschehen, die die meisten von uns so nicht auf dem Radar hatten. Oder hast du damit gerechnet, dass du auf unbestimmte Zeit nicht zum Friseur darfst? Dich nur in einem Radius von 15 Kilometer und das auch nur mit einer Maske in der Öffentlichkeit bewegen darfst? Bespitzelung und Denunziantentum trauriger Alltag werden? Restaurantbesuche, kulturelle Veranstaltungen, Partys, Reisen, Urlaub tabu sind? Etliche Branchen kaputt gemacht werden, Insolvenzen, Massenentlassungen trauriger Alltag werden? Zwar immer wieder von der Politik schnelle und unbürokratische Hilfen versprochen werden, aber bei den allermeisten kommt leider nichts bis gar nichts an. Millionen von Menschen werden in den finanziellen Ruin getrieben. Immer mehr Enttäuschung, Wut, Zukunftsangst macht sich breit. Depressivität nimmt zu, immer mehr haben den Eindruck, es gibt nur noch Verordnungen, Verbote, Strafen, Lügen und so weiter. Junge Menschen haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht wissen, wie sollen sie ihre Prüfung bestehen, wenn sie in der Schule sind. Bestehende Ausbildungsverträge platzen, Perspektivlosigkeit überall. Trauriger Alltag. Aber darum geht es nicht. Jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen gemacht, die wenigsten sich so vorstellen konnten. Wir sind mitten in einer Krise und wir sind noch lange nicht durch. Das hier soll aber kein Jammern und Anklagen werden. Ich will auf etwas ganz anderes hinaus. Die Situation, in der wir uns jetzt alle erleben oder in der wir uns befinden, hat es schon immer gegeben und wird es immer wieder geben in Krisen. Worauf ich hinaus will ist, was lernen wir aus einer Krise und ganz konkret, was lernst du daraus aus dieser Krise? Mein Eindruck ist, diese Krise lehrt uns, die eigenen Finanzen klar und sauber aufzustellen. Wie du das am besten machen kannst, erfährst du übrigens in meinem Webinar, welches ich extra zu diesem Thema erstellt habe. Ich verlinke es hier unter diesem Video. Warst du auf die derzeitige aktuelle Krise vorbereitet? Nicht auf die spezielle Situation, das konnte niemand voraussehen, sondern ganz allgemein. Vorbereitet mit deinen Finanzen.
Hast du da, wo es dir gut ging, wo du regelmäßige Einnahmen hattest und hoffentlich gehörst du zu denen, die das auch weiterhin haben, regelmäßig und konsequent Rücklagen gebildet und versucht, Vermögen aufzubauen? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, willst du dich auf die nächste Krise, die mit absoluter Sicherheit kommt, vorbereiten? Die Frage ist wie? Mit welchen Anlagen kannst du im heutigen Finanzmarktumfeld noch Gewinne einfahren, ohne das Risiko des Totalverlustes oder extremen Kursschwankungen? Es ist alarmierend, dass die Masse der Deutschen immer noch in absolut falschen Anlagen investiert sind und dadurch jeden Tag Geld verschenken und mit ihren Anlagen, anstatt Gewinne zu machen, eine schleichende, aber ständige Enteignung erleiden. Warum ist das so? Du hast mit Sicherheit von den ständig steigenden Schulden gehört, weltweit auf absolut traurigem Rekordniveau. Eine der Kernfragen der Zukunft, aktuell und in Zukunft, wird sein, wie bekommt der Staat bzw. die Staaten, weil das ein weltweites Problem, diese Schulden jemals wieder los? Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten. Eine und gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, die exorbitanten Schulden loszuwerden, ist für den Staat, Inflation zu befeuern. So geht es am unkompliziertesten für die Staaten. In Amerika übrigens hat es schon mal geklappt. Kannst du nachschauen, zwischen 1945 und 1955 waren die Inflationsrate so 8-9% per anno und 10 Jahre später war der Staat die meisten Schulden dadurch los. Allerdings ist das ein hoher Preis für uns alle, für dich, für mich. Denn Fakt ist, die Zeche zahlen wir als Sparer. Wenn du mehr dazu wissen willst, wie du dein Vermögen sicher und gewinnbringend anlegen und auch von der schleichenden Enteignung des Staates schützen willst, dann schau dir dazu mein Webinar an. Ich verlinke es hier darunter. Schau dich auf diesem Kanal um, wenn du zu dem Thema Geld noch irgendwelche anderen Sachen dir mit anschauen willst. Und nimm gern mit mir Kontakt auf. Schick mir Fragen, schick mir Anregungen und gib mir auch gerne ein Like und abonniere den Kanal. Bis bald, dein Carsten.